Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch zeigen, wie ich meine Quarkpellchen mache. Ist wirklich ein ganz einfaches Rezept und geht auch sehr schnell. Und dazu braucht ihr 250 Gramm Mehl. Es kann sein, dass ich nachher ein bisschen weniger Mehl nehme wegen den Eiern. Dann habe ich hier 100 Gramm Zucker, 250 Gramm Speisequark. Gleich kommt da noch eine Prise Salz dazu. Hier habe ich etwas Puderzucker in eine Schüssel gegeben, das habe ich auch schon gesiebt. Da wälzt sich die Quarkbällchen nachher, wenn sie fertig sind. Dann ein Teelöffel von dem Natron, ein Päckchen Vanillezucker und drei Eier. So, jetzt fange ich an, meine Zutaten zu mischen. Und zwar gebe ich erstmal das Speisequark in die Schüssel. Dann gebe ich den Zucker mit rein, die Prise Salz und zu guter Letzt das Päckchen Vanillezucker. So, das Ganze verrühre ich jetzt mit dem Rührgerät. Jetzt schlage ich meine Eier in einer kleinen Schüssel auf, weil falls die schlecht sind, versaue ich mir da nicht den ganzen Teig und kann das dann so wegwerfen. So, die gebe ich jetzt in die Rührschüssel, immer einzeln. Dann schlage ich die 1 bis 2 Minuten und dann gebe ich dann das nächste Ei dazu. Jetzt gebe ich einen Teelöffel Natron zum Mehl. Und gebe das dann mit in die Masse. Mehl jetzt eingerührt. Jetzt lasse ich die Masse ca. 2 Minuten stehen und dann fange ich an, die zu backen. So, meine Lieben, ich bin zurück und jetzt fange ich an, meine Quarkbällchen zu backen. Ich habe hier schon Pflanzenfett im Topf. Ich habe die Verpackung leider nicht da, aber das kriegt ihr jetzt in jedem. Das sieht aus wie so ein großer Riegel. Ich forme jetzt meine Quarkbällchen mit 2 Teelöffeln. Als erstes tue ich ihnen heißes Fett, damit der Teig nicht an den Löffeln klebt. Ihr könnt das auch im Spritzbeutel machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die zu formen. Aber ich finde, so geht das am schnellsten. So mache ich das auch immer. Ihr müsst halt ausprobieren, was für euch am besten ist und was für euch am einfachsten ist. Mein Fett habe ich hier auf mittlerer Stufe, weil die Quarkbällchen dann nur von außen gebacken werden und innen dann noch roh bleiben. Deswegen am besten auf mittlere Stufe, damit die gleichmäßig innen und außen backen.
Ihr müsst auch im Topf Platz lassen für die Quarkbällchen, weil wenn die auf einer Seite durch sind, dann drehen die sich von alleine. Deswegen immer ausreichend Platz lassen, damit die auch Platz haben, sich zu drehen. Hier, da hat man es gerade gesehen. Immer wieder die Teelöffel in das heiße Fett eintunken, damit der Teig nicht an den Löffeln klebt. Und wenn die goldbraun sind, könnt ihr die dann aus dem Topf rausnehmen. Ich habe hier schon einen Teller mit Zewa bereitgestellt, damit das überflüssige Fett von dem Zewa eingesogen wird. So, ich backe jetzt meine Quarkbällchen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, meine Quarkbällchen sind jetzt fertig. Ich habe die mit dem Puderzucker überstreut. Ihr könnt die überstreuen, womit ihr möchtet. Das ist euch überlassen. Ich habe hier auch eins aufgeschnitten. Also das Rezept geht ganz schnell, falls ihr mal Besuch bekommt und schnell etwas machen müsst oder irgendwo hin möchtet und ein Mitbringsel mitnehmen möchtet, könnt ihr das wirklich machen. Das geht wirklich schnell und es schmeckt garantiert auch jedem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like, Kommentar, Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.